Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute in einer sehr komischen Situation, denn ihr habt übelst viel... Und mein PC, Alter, mein PC eskaliert gerade da hinten. Nee, aber ihr habt fucking so viel verpasst. Also, ich habe ja letztens einen Community-Beitrag gemacht, der hier nochmal eingeblendet, wo ich gesagt habe, yo Leute, ich habe aus bestimmten Gründen einfach nicht mehr die Zeit, um täglich Videos zu machen. Was, denke ich, auch ganz gut ist, denn zum Beispiel können wir jetzt einmal mit einem Schnips das hier zeigen. Eine heftige Kamerafahrt. Und jetzt können wir einmal die Kinobalken einfügen. Und jetzt können wir noch einfach epische Hintergrundmusik in den Background legen. Und ich meine, gebt euch, wie heftig das einfach ist, oder? Dafür will ich das halt auch machen, damit ich einfach die Qualität der Videos sehr erhöhen kann. Keine Sorge, ich habe schon gelesen in den Kommentaren, ihr braucht euch keine Sorge machen. Ich werde mich nicht zu viel zum Schneiden oder zu viel schneiden. Und warum sind die Viecher hier schon wieder? Sondern ich werde einfach nur ganz normal wie immer schneiden, halt nur stattdessen, dass die Aufnahmezeit und die Schnittzeit, die ich in die täglichen Videos packe, die halt in die aller 3 Tage Videos packe. Und ich wollte es euch eigentlich noch nicht zeigen. Ihr habt ganz viel verpasst, ihr habt es vielleicht gerade schon zum Teil gesehen. Es ist sau viel passiert. Ich habe die ersten Planungen für das Tor gemacht. Ich habe das Tor angefangen auszuheben, was ihr alles nicht gesehen habt, da es nie gekommen ist, da ich es nie verwendet habe, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, Digga, ich kann nicht mehr tägliche Videos bringen, ich kann mir nicht mehr jeden Abend trotz Schule, trotz allem drum und dran die Arbeit machen und vor allem die Qualität der Videos ist einfach gesunken. Müsst ihr ganz ehrlich sagen, die ist einfach runtergegangen, einfach halt auch deswegen, so wisst ihr, wie ich meine. So, und auf jeden Fall seht ihr es da hinten schon. Ja, wir haben echt, also es ist so viel passiert, was ihr verpasst habt. Wir haben hier das Tor geplant, was echt übelst geil war, also wirklich, und jetzt können wir hier das Tor ausheben, was sehr interessant wird, denn ja, ich hab's schon mal gesagt in den Aufnahmen, die ihr nicht gesehen habt, wenn ich sag, wir planen was Großes oder wir bauen hier was Großes, dann kann man sich spätestens jetzt vorstellen, dass das hier auch was Großes wird, denke ich. Es sieht echt alles ein bisschen überdimensional aus, muss ich sagen. Hauptding ist eigentlich, dass hier die neuen Kisten noch mitstehen, das haben wir noch gemacht, aber sonst da, hier geht's halt bis nach da unten. Bin ich mir nicht sicher, ob ihr das auch gesehen habt, ich glaube aber schon, dass wir halt hier einfach nur, dass wir hier runterfliegen können und alles und auch hochfliegen können gleichzeitig etc. Mehr ist da auch nicht gelaufen und sonst stand ich ein bisschen AFK, da kann ich gleich mal gucken, wie weit die Eisenfarm gekommen ist, aber ich denke mal, viel wird da nicht passiert sein. Aber erstmal, ich will euch noch, ich habe ganz viel zu erzählen. Ja, hier, so sieht es momentan aus. Es ist jetzt nicht allzu viel. Es ist nicht so viel, wie es mal war, weil ich auch nicht mehr so viel AFK stehe, muss ich dazu sagen. Es ist alles irgendwie, Leute, das Ding ist, ich habe immer sehr, sehr viel geschnitten. Also ich habe wirklich bis in die Nacht reingeschnitten, bis 23, 24, 25 Uhr, bis um 1 Uhr. Und das halt während der Schulzeit, währenddessen ich nebenbei noch für den Führerschein jetzt lerne und auch für die Schule eigentlich, wie gesagt, immer Gas geben will jetzt für das letzte Jahr, was ihr ja wisst. Wir müssen mal gucken, dass wir neue Picken holen, Alter. Meine Picken sind einfach schon richtig down. Das Problem war einfach, dadurch, dass ich dann immer den Stress hatte, yo, ich muss für den nächsten Tag ein Video bringen und ich bin nie in den Rhythmus gekommen, dass ich irgendwie vorproduzieren konnte oder irgendwas, sondern ich bin immer in diesem Rhythmus geblieben, yo, morgen muss das Video kommen und ich muss alles an einem Tag dafür vorbereiten, wisst ihr, wie ich meine? Was halt auf Dauer echt, wow, Alter, das ist auf Dauer richtig, richtig belastend, einfach anders kann man es nicht callen, es ist einfach wirklich, es belastet einen einfach nach Hause zu kommen und zu wissen, yo, das Video muss bis morgen fertig werden und ich muss das jetzt einfach noch fertig machen, anders geht's nicht. Und wir werden uns mal ganz kurz gleich eine neue Behutsamkeits- und Reparaturpicke machen. Ja, genau so. So, super. Und der Amboss ist perfekt kaputt gegangen, ja, mein. Der Hauptgrund war dann halt, dass ich nach Hause gekommen bin und wusste, ich muss das Video noch machen, ich muss es noch schneiden, ich muss das auch noch machen. Und dann war halt immer sehr, sehr wenig Zeit, wie man sich vorstellen kann, für meine Freundin. Also an sich so für mein Privates, auch fürs Zeichnen hatte ich sehr wenig Zeit in den letzten, lass mich nicht lügen, 1,5 Wochen war das circa. Das hat sich irgendwie, plötzlich hatte ich keine Videos mehr, die ich vorproduziert hatte. Und dann war es plötzlich, also wirklich von vornherein so, dass ich immer wieder täglich Videos machen musste. Dadurch, dass ich mir irgendwann gesagt habe, weil ich selber auch gemerkt habe für euch, dass die Qualität, die ist einfach gesunken. Da lief echt irgendwas nicht so gut. Ja, und das will ich halt jetzt auch durch diese 3 Tage Uploads definitiv ändern. Und was hundertprozentig dafür steht, ist halt einfach, dass ich auch mehr Zeit habe dann für das Private, für meine Freundin, Familie, Freunde. Habe ich auch alles so begründet in dem Community-Beitrag, was schon ein paar gesehen haben von euch. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich vor allem jetzt hier in diesen Aufnahmen, die ich bringe, in Zukunft ein bisschen, naja, ich will nicht sagen gelassener bin, aber ein bisschen entspannter einfach, wisst ihr, ein bisschen ausgeglichener,
Nennt es, wie ihr wollt. Es ist, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie besser. Ich fühle mich irgendwie nicht freier. Ich kann das nicht beschreiben. Und was dazu kommt, was definitiv noch ein riesiges Plus ist, ist, dass ich jetzt so machen kann und wir gefühlte 20 Ebenen weiter sind. Ja, ist ein ganz cooles Feature, denke ich. Hoffentlich fühlt ihr das genauso wie ich. Ja, was definitiv auch noch ein positiver Aspekt ist, ist, dass ich einfach dann auch irgendwann mehr Zeit habe zu streamen. Streaming, Leute, ist relevant. Aber ich kann euch sagen, ich habe schon alles dafür eingerichtet, also wirklich alles. Ich könnte auf den Knopf drücken und direkt, bam, wäre ich hier bei euch. Ist vor allem übelst cool, weil ich euch dann einfach auch so an sich besser kennenlerne, denke ich. Es ist halt übelst geil für die Community-Bindung, anders kann man sich sagen. Da ist, denke ich, was vollkommen anderes ist, als in irgendeinem Kommentar oder in einer Kommentarsektion sich auszutauschen, so. Denke ich, dass ein Livestream da wirklich viel, viel, viel geiler wird, Alter. Und da freue ich mich wirklich schon drauf, weil ich habe früher auch schon viel gelivestreamt oder nicht viel, aber ab und zu mal ein bisschen. Und die Livestreams waren einfach, die waren geil. Vor allem, als ich noch sehr klein war, habe ich eigentlich jeden Abend einen Stream gemacht, wo ich halt noch wirklich richtig gesuchtet habe und 10 Stunden am Tag am PC saß und auch kein Leben hatte, sondern wirklich nur mein Leben in Minecraft war gefühlt. Da habe ich auch ganz viel gestreamt und das war eine richtig geile Zeit, vor allem sich die Streams heute auf YouTube anzugucken, ist übel nice, die ihr leider nicht mehr sehen könnt, da die Daten urheberrechtlich gesperrt worden sind, da ich immer irgendwelche Musik einfach abgespielt habe und dann am Ende dafür hunderte Milliarden Strikes dafür bekommen habe. Ja, das lief früher nicht so gut. Ich werde auch in kommender Zeit dann Timelapses einblenden, beziehungsweise Kamerafahrten hiervon, wie ich zum Beispiel hier das hier aushebe, was, denke ich, auch ziemlich interessant wird, was vor allem, ich finde es einfach nice, dass ich jetzt sagen kann, yo, Leute, wir sehen uns dann und dann wieder und dann ist es hier ausgehoben, wisst ihr, dann brauche ich euch nicht mehr den langweiligen Teil zu zeigen und mir zu denken, yo, ich erzähle euch hier jetzt wieder ein bisschen was ich gerne mache, Alter. Aber oft ist es halt so, dass ich euch diese langweiligen Parts hier mit dem Ausheben gerne vermeiden würde. Aber oft ging es halt in Vergangenheit einfach nicht durch die Daily Videos, die ich machen wollte, musste, die ich durchziehen wollte. Und da hatte ich halt oft einfach nicht die Zeit dafür, dass ich dann noch, keine Ahnung, ein Stündchen mehr hier ausgehoben habe. Also wirklich, da war die Stunde einfach so fucking wertvoll. Und was halt auch noch ein positiver Aspekt ist, für euch nicht, für mich aber sehr viel, was man wahrscheinlich dann auch auf meinem Insta-Account Veliart ist unten verlinkt, Leute, könnt ihr gerne folgen. Was man da dort sehen würde, was definitiv ein Prozess wird, ich will mir ein Graphic Table kaufen, vielleicht wissen manche, was es ist. Es ist so ein Tablet zum Zeichnen, kann man es einfach nennen, anders ist es, denke ich, einfach nicht formulierbar, ist einfach ein Tablet zum Zeichnen, mit dem man sehr viele Möglichkeiten hat, vor allem durch das digitale Zeichnen kannst du damit sehr, sehr viel anstellen, also wirklich, das ist unfassbar, was du damit alles machen kannst. Und das wird, denke ich, auch noch interessant, das wird, denke ich, wirklich noch so ein, vor allem für mich, sehr, sehr geil, weil tatsächlich kann ich das auch aufnehmen und auch vielleicht davon eine Timelapse machen oder so, was dann aber wahrscheinlich hier nicht kommen wird, bin ich mir aber noch nicht sicher. Mal gucken, wie die Zeit sich entwickelt oder wie mein Kopf sich entwickelt, der mir sagt, yo, mach das oder mach das nicht. Leute, das Ding ist, ich hatte früher, irgendwie schwirrt mir das schon den ganzen Tag im Kopf rum. War das gestern oder vorgestern mit meiner Freundin unterwegs? Da waren wir waren so kurz vor ihrem Haus und dann ist mir so ein Mädchen entgegengekommen und ich kannte die irgendwoher. Ich hatte zu meiner Freundin, ob sie die kennt und sie meinte, dass sie mal in unserer Schule war. Und ich gucke sie so an und sie hat mich so voll angeguckt, so richtig so als würde sie mich auch kennen. Und ich denke mir so, what the fuck geht hier ab, Alter? Ich hatte früher einen Kollegen, so in der 4. bis zur 6. Klasse hatte ich einen Kumpel, der war richtig korrekt und irgendwann wurde er so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ein Mensch sich von einem auf den anderen Moment so entwickelt, dass ihr einfach, ihr könnt nicht mehr mit ihm, wisst ihr, wenn ihr ihn allein seht, dann habt ihr dieses unangenehme, ich will einfach nicht mit dir reden Gefühl. Ich hatte das jetzt seit diesem Moment an, wo ich das bei ihm hatte, hatte ich das auch nie wieder. Vielleicht war das auch einfach, weil ich noch jünger war oder so, weiß ich nicht. Und das hatte ich bei ihm und dann habe ich mich halt von ihm abgewendet, in Anführungszeichen. Ich war früher ein richtiges Arschloch, Alter. Ich war früher ein richtiger Spast, Alter, was irgendwelche Freundschaften oder menschliche Bindungen anging. Ich habe no joke, einfach, und Alter, wie hört sich das an? Zack, Junge, zerstört. Ich habe früher einfach ihn ignoriert und nicht mehr mit ihm geredet. Also wirklich, mit ignoriert meine ich wirklich. Er stand neben mir und wollte mit ihm reden und ich habe aber nichts zu ihm gesagt. Ich habe so getan, als wäre er nicht da. Was war ich als Kind? Was war ich? Also wirklich jetzt, wie asozial kann ein Mensch sein? Naja, auf jeden Fall war das der und der ist dann auf eine andere Schule gegangen nach der 6. Nein, nicht wegen mir, Leute, keine Sorge, der ist aufs Gymnasium gegangen, also. Und tatsächlich war das seine Schwester und die kannte ich, weil ich da halt immer bei ihm gechillt habe ab und zu. Das war so, die war da, glaube ich, 14 oder 15 und heute müsste die, lass mich rechnen, wenn das in der 6. war, heute müsste sie so 19, 20 sein. Und Alter, das war so ein Moment so, ich weiß nicht, die hat sich gefühlt nicht verändert. Ja, aber sie ist auch wirklich 1:1, also wirklich 1:1 vom Gesicht her so aus wie vor 4 Jahren, 5 Jahren. Irgendwie richtig weird, dass sich das Gesicht nicht verändert, nur so richtig
detailmäßig verändert, also wirklich so richtig wenig, aber wir Menschen sehen da drin so richtig viel. Also guck mal, so ein alter Mann, Mensch, was auch immer, lass es von 16 bis 21, 22 sein, der bekommt eigentlich nur ein paar Vertiefungen, vielleicht ein paar markante Gesichtssachen, die ihn so ein bisschen auszeichnen, die man sieht, und vielleicht ein paar Haare. Und mehr ist es nicht. Und du siehst direkt so einen riesigen Unterschied. Und so war das bei ihr halt auch. Das war nicht viel. Also du hast sie so zu 100% noch erkannt, wenn du sie früher irgendwann gesehen hast. Trotzdem sah sie älter aus. So, also so um einiges. Was halt irgendwie finde ich das gerade richtig strange. Wenn man sich so vorstellt, dass es halt nur manchmal ein paar Falten sind oder wirklich ein paar Schattierungen, wenn man das so nennen kann, ich weiß es nicht, die uns da so älter aussehen lassen, in Anführungszeichen. Irgendwie krass. Der einzige negative Aspekt ist halt wirklich, dass es halt nicht daily ist. Also andere würden mir jetzt oft direkt nicht einfallen, außer dass der YouTuber-Algorithmus uns hassen wird. Das steht definitiv fest, aber Leute, der mag mich eh nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich das hier so als, wie soll man sagen, als Lebensvlog sehe. So als Vlog, der meine Zeit vom Kind, was ich ja war, als ich angefangen habe, also wirklich, ich war ja 12, 13, auch wenn ich sage, dass ich 14 war, ich war 12 oder 13, der das so ein bisschen, naja, zeigt. Wisst ihr, dass man so sieht, yo, so und so hat er sich entwickelt und so ist er jetzt am Ende geworden und meine Entwicklung steht ja noch bevor, teils. Also ich denke mal, ich werde noch viel mich in irgendeiner Richtung entwickeln, die ganz interessant wird. Und das finde ich, ist das Interessante daran, wisst ihr? Damit ich auch so eine Richtung habe, wo ich sehe, yo, so war ich früher und ist das vielleicht besser so gewesen, als es heute ist oder... Was habe ich da anders gemacht und wie könnte ich mich heute entwickeln, dass ich vielleicht positive Aspekte meiner Art nochmal verbessere oder verfeinere? Weil letztendlich, also ich bin der Meinung, man muss immer so ein bisschen an sich arbeiten, wisst ihr? Wenn man aufhört an sich zu arbeiten, dann wird man einfach komisch. Anders kann man das nicht beschreiben. So, ich finde immer so ein bisschen, wenn man denkt, man ist zu verklemmt, dann sollte man daran arbeiten und immer mal vielleicht gucken, dass man in den Situationen, wo man denkt, dass man zu verklemmt ist, ein bisschen aus sich rauskommt. Oder wenn man denkt, man ist zu aufdringlich, kann man das so sagen, man redet zu viel von sich, man ist zu ich-bezogen, wisst ihr? Dass irgendjemand was von sich erzählt und ihr so immer sagt, ja, bei mir und mir war das so und ich und ja, ich habe das und das zur Zeit geplant und ihr... Lass ihn gar nicht zu Wort kommen, was bei mir auch oft, muss ich sagen, so ist, wo ich dann aber immer sage, yo, stopp, oder mir im Kopf sage, yo, stopp, hör damit auf, Alter, das willst du nicht, das eigentlich ist es nicht deine Art, aber irgendwie machst du es trotzdem, weil es einfach irgendwie doch zu dir gehört. Das ist ganz schwierig zu formulieren irgendwie. Und da denke ich halt ganz oft dran und dann frage ich die Leute, yo, was geht bei dir so, was machst du so, erzähl mal ein bisschen und helf ihnen vielleicht manchmal noch, falls sie irgendwelche Probleme haben, die ich irgendwie, wo ich mit sagen kann, yo, vielleicht machst du es so und so. Ich ihnen auch einfach sage, yo, keine Ahnung, alter Bruder, frag mich da nicht, Mann. So, Leute, und nicht mehr viel und dann haben wir hier diesen Berg schon durchbrochen. Also dann ist er wirklich durch, dann... sind wir hier mit unserem Tor am ersten kleinen Ziel angekommen und ja, der Rest kommt dann noch. Aber es hat gar nicht so lange gedauert. Also wenn ich überlege, ich habe in der letzten Aufnahme vielleicht, lass mich nicht lügen, eine halbe, dreiviertel Stunde hier ausgehoben und jetzt bin ich gerade bei gerade mal einer halben Stunde, die ich insgesamt jetzt aufnehme. Keine Ahnung, wie viel Zeit es ist, die ihr jetzt hier seht. Aber definitiv für mich ist es halt eine halbe Stunde, die ich jetzt hier am Ausheben bin. Und dafür diesen Fortschritt hier zu haben, das ist doch echt... Also für eine halbe Stunde ist das echt wahnsinnig viel, Alter. So, Leute, und wir haben jetzt den Berg durchbrochen. Also wirklich, wir sind durch. Wir haben den Berg abgerissen zum Teil. Und hier unten geht es jetzt weiter. Und das ist halt der Punkt, wo ich euch ja gesagt habe, hier müssen wir irgendwie drüber terraformen. Wie, weiß ich selber noch nicht. Habe ich auch gar keine Ahnung. Ich werde hier jetzt auch noch nichts bauen oder irgendwas. Es wird alles erstmal so bleiben. Und wir werden uns die Maße einfach merken und das dann dort weiter fortführen. Aber wenn ihr euch vorstellt, dass... der Raum später so groß wird. Einer hat mir geschrieben, dass man dort Glas, naja, als Abteil setzen könnte, dass man hier einfach Glas nimmt und dass es später so zum Hafen dazugehört, in Anführungszeichen. Was die Idee fand ich übertrieben fett. Also wirklich, stellt euch mal vor, ihr lauft hier durch und könnt hier rausgucken und seht hier dann überall noch Zivilisation und den Hafen und alle Bauten und so. So wäre schon halt übertrieben heftig so. Also die Idee war mega, mega nice. Danke nochmal dafür an dich. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber sonst drüber terraformen oder was anderes halt. Was anderes wäre dann schwierig. Man könnte dann zum Beispiel auch ein Aquarium irgendwie vielleicht drum bauen oder so. Was man einfach als Ersatz benutzt. Aber da mal gucken, ne? Nur das mit dem Glas war echt eine übertrieben fette Idee, Alter. So, Leute, dann zeige ich euch hier nochmal das Endergebnis. Wird, denke ich, wirklich... einfach heftig. Also es wird wirklich einfach verdammt heftig, wenn wir uns vorstellen, dass hier dann die Wände sein werden.
Die Wände gehen, denke ich, dann immer noch mal ein bis zwei Blöcke rein. Und dann wird das hier echt schon, wenn man dann hier runter... Oh, wenn man... Alter, mein Kopf träumt gerade schon wieder. Ich stelle mir gerade schon wieder vor, wie wir hier runterlaufen, Alter. Und hier alles wirklich fertig ist. Und du denkst einfach nur so, what the fuck geht hier ab? Und dann siehst du hier die Glasplatten und trotzdem noch alles. Und gehst weiter und weiter und kommst da unten dann an. In dem heftigen Untergrundraum, den wir uns bauen. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr mir mal gerne eure Meinung zu den Uploads, die wir jetzt alle drei Tage kommen, schreiben, zu den Kamerafahrten gerne auch. Ist, denke ich, für mich auch ganz interessant. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann und ciao, meine Freunde. I walk to the edge of the earth.